Prima. Genau. Okay. Ja, weil eins funktioniert oftmals nicht. Doppelt hält besser. Ja, dann mal schönen guten Abend erstmal. Genau, wir haben heute das Thema die Singularität des Holocaust. Ich bin stimmlich ein bisschen angegriffen, habe auch schon einen Arbeitstag hinter mir, deswegen sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt vornehmlich ablese. Und wenn ich mal zu schnell bin, dann bitte sagen. Ich weiß, manchmal wurde mir gesagt, ich lese zu schnell, dann einfach sich melden. Man kann auch zwischendrin Fragen stellen, kein Problem, wir sind ja hier ein kleiner Kreis, kein Problem. Ansonsten kann man am Schluss noch mal ein bisschen diskutieren, Fragen stellen, kommentieren, das ist gar kein Problem. Englischsprachige Zitate habe ich einfach übersetzt, nach bestem Wissen und Gewissen, das finde ich so ein bisschen schöner für einen Vortrag. Genau, und ich benutze so die Begriffe Shoah, Holocaust und Endlösung der Judenfrage im Prinzip dem gleichen Inhalt nach. Also die benutze ich praktisch durchgehend analog. Ja. Ich gendere nicht durchgehend, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, macht Sätze auch manchmal unnötig lang. Auch das bitte ich einfach zu entschuldigen, falls es jemand stören sollte. Manchmal mache ich es, aber manchmal ist es auch wirklich zu lang, wenn ich eben die Ermordung der europäischen Juden, ist klar, es sind Männer und Frauen gemeint natürlich, genau, okay. Genau, Frau Stengle, wenn ich Ihnen Bescheid gebe, genau, dann gehen Sie weiter. Meine Fernbedienung für die PowerPoint funktioniert nicht, deswegen wird die freundliche Frau Stengle eben das übernehmen. Prima, ja. Genau, fangen wir mal gleich an, gehen Sie eins runter, ja. Schau mal, genau, worüber spreche ich heute? Habe ich 5 Punkte. Das erste, was ist die Shoah? Durchführung, Umfang und Bedeutung der Entlösung der Judenfrage. Damit werde ich beginnen. Machen wir das zweite. Die frühe Debatte zur Shoah. Damit beschäftige ich mich, wie die Juden während der Shoah und die Welt es wahrgenommen hat und im Prinzip in den 50er und 60er Jahren. Das dritte ist dann, von den 70er Jahren zum Historikerstreit, da werde ich den Bogen spannen, eben von der 70er-Debatte beziehungsweise damals dem Einbruch sozusagen in die deutsche Gesellschaft durch die US-amerikanische Fernsehserie Holocaust bis zum Historikerstreit der Jahre 86, 87. Das vierte ist dann sozusagen der Kern der Geschichte. Was macht den Holocaust präzedenzlos? Diese Frage werde ich dort stellen und beantworten. Und das fünfte ist praktisch ein bisschen der Aktualität geschuldet. Neuere postkoloniale Debatten zur Shoah, der werde ich vor allem auf Dirk Anthony Moses eingehen, der ja im letzten Jahr da eine Debatte losgetreten hat und wo ich es auch ziemlich interessant finde, mal zu schauen, wie der den Holocaust postkolonial eingemeindet. Genau, ich beginne mit 1. Was ist die Shoah? Durchführung, Umfang und Bedeutung der Endlösung der Judenfrage? Beginnen wir mit einem Blick in den Abgrund, den ich uns an dieser Stelle leider nicht ersparen kann. Der Weg in den Holocaust vollzog sich, etwas vereinfacht zusammengefasst, in 3 sich natürlich teilweise überlagernden Phasen der NS-Judenpolitik. In Phase 1, in etwa von 1933 bis 1935, wurden Juden vornehmlich diskriminiert und gedemütigt. In seiner Frühphase musste das NS-Regime noch pragmatisch agieren, seine Macht konsolidieren, interne und externe Gefahren oder Konkurrenten ausschalten, zum Beispiel die SA und Röhm und externe politische Gegner. Und sie mussten Rücksicht nehmen auf Kreise um den sehr populären, aber gesundheitlich abbauenden Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, der am 2. August 1934 starb. Bereits im April 1933 wurden Juden im Rahmen des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom Staatsdienst in allen zivilen und militärischen Bereichen ausgeschlossen. Gleichzeitig begann am 1. April 1933 der Boykott aller jüdischen Geschäfte unter dem Schlagwort »Kauft nicht bei Juden«. Ah, okay, danke, ja. Okay. Ich bin so ein alter Brüllaffe. Okay, danke, ja. Genau. Genau, das ist so ein typisches Bild, das kennen wir ja auch, wie das an jüdischen Geschäften wie da SA-Leute davor standen, ja, und wie das da angeschlagen wurde.
Der 22. April 1933 brachte das Berufsverbot für jüdische Ärzte. In Phase 2, die sich von 1935 bis etwa 1939 erstreckte, wurden Juden systematisch rassisch markiert und umfassend sozial ausgeschlossen. Eingeläutet wurde dieser großflächige und existenzbedrohende Ausschluss von Juden aus der Gesellschaft mit den Nürnberger Rassengesetzen vom September 1935, dem jüdisch-deutschen Eheverbot, dem Verbot außerehelichen Geschlechtsverkehrs zwischen Deutschen und Juden, dem Beschäftigungsverbot der Deutschen bei Juden und dem kompletten Ausschluss von Juden aus dem Justizapparat. Ab 1938 wurden Juden in Krankenhäusern separiert und mussten die Vornamen Israel und Sarah tragen, jüdischen Kindern war der Besuch deutscher Schulen verboten. Schließlich begann Phase 3, die Ermordung der Juden, im Jahre 1939 mit dem Kriegsbeginn und dem Polenfeldzug, in dessen Rahmen es bereits zu systematischen Massakern kam, zum Beispiel dem am 15. September 1939, als zwei Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei, die etwa 600 Juden der südostpolnischen Stadt Premyl ermordeten, das jüdische Viertel niederbrannten und die zwei Synagogen anzündeten. Geschätzte 7000 Juden wurden bereits 1939 ermordet. Es begann auch die Planung und Einrichtung jüdischer Ghettos, in denen die Juden in höchster Not und lebensbedrohlichen Elend lebten. Begangen wurden die Massenmorde ganz überwiegend von sogenannten Einsatzgruppen der SS, die der Umsetzung der nationalsozialistischen Rassen- und Völkermordpolitik in den besetzten Gebieten dienten. Zur Unterstützung der Einsatzgruppen wurden auch sogenannte Polizeibataillone der Ordnungspolizei in die Durchführung der Shoah eingebunden. Wie Daniel Goldhagen in seiner Studie Hitlers willige Vollstrecker von 1996 anmerkte, Zitat, spielte die Ordnungspolizei bei der Durchführung des Holocaust eine ebenso wesentliche Rolle wie die Einsatzgruppen der SS, Zitat Ende. Polizeibataillone wie das berühmt-berüchtigte Polizeibataillon 101 aus Hamburg bestanden aus gewöhnlichen, in aller Regel für den Fronteinsatz untauglichen Reservisten, also nicht weltanschaulich geschulten und imprägnierten SS-Männern, sondern ganz normalen Deutschen. Dennoch versahen diese Reservisten ihren Dienst bei der Deportation und der Ermordung vor allem der polnischen Juden engagiert und vorbildlich. Goldhagen hat deshalb meines Erachtens zu Recht auf die augenfällige Tatsache hingewiesen, dass der Holocaust ein genuin deutsches Projekt war, wenn auch unterstützt durch einige 10.000 nicht-deutsche Helfer, besonders in Osteuropa. No Germans, no Holocaust, ohne Deutsche kein Holocaust, diese Vorstellung halte ich für richtig, ohne dass damit natürlich eine sogenannte Kollektivschuldthese formuliert ist, denn selbstverständlich begrüßte nicht jeder Einzelne und jeder einzelne Deutsche die grausame Vernichtung der europäischen Juden. In der Sowjetunion begannen vier Einsatzgruppen, mit der Operation Barbarossa begann letztlich der voll entwickelte, umfassend organisierte Holocaust. So wurden feinsäuberlich festgehalten, im am 1. Dezember 1941 festgestellten Jägerbericht, von Juli bis November 1941 vom Einsatzkommando 3 der Sicherheitspolizei des S-Standartenführers und Kommandeurs der Sicherheitspolizei von Kaunas, Karl Jäger, praktisch alle 130.000 litauische Juden ermordet. Das wurde in diesem Jägerbericht ganz detailliert festgehalten, dieser Bericht ist erhalten. In der Sowjetunion begannen vier Einsatzgruppen, untergliedert in 16 Einsatz- und Sonderkommandos, mit Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion am 22. Juni 1941 ihre Vernichtungsarbeit. Die Richtlinien für das Verhalten der Truppe in Russland vom 8. Mai 1941 verfügten ausdrücklich, Zitat, rücksichtsloses und energisches Durchgreifen gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler, Saboteure, Juden und restlose Beseitigung jedes aktiven oder passiven Widerstands. Auffällig an dieser Auflistung ist, dass neben fünf Formen des Widerstands die Juden als einzige Gruppe genannt wurden,
die ohne irgendein Verhalten ihrerseits bereits markiert und zur Vernichtung freigegeben wurden. Zitat jetzt wieder. In dem am 17. Juli 1941 ergangenen Einsatzbefehl Nummer 8 des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Reinhard Heydrich, waren zu den aus den sowjetischen Kriegsgefangenen auszusondernden Elementen neben den kommunistischen Funktionären alle Juden gezählt worden, Zitat Ende, so der Historiker Andreas Hillgruber in seinem Aufsatz »Der Ostkrieg und die Judenvernichtung«. Der Oberbefehlshaber der 11. Armee, Generaloberst Erich von Manstein, stellte in seinem Armeebefehl vom 20. November 1941 klar, dass, Zitat, das jüdisch-bolschewistische System ein für alle Mal ausgerottet werden muss und der deutsche Soldat als Träger einer völkischen Idee und Rächer für alle Grausamkeiten, die ihm und dem deutschen Volk zugefügt wurden, auftritt. Für die Notwendigkeit der harten Sühne am Judentum, dem geistigen Träger des bolschewistischen Terrors, muss der Soldat Verständnis aufbringen. Vor Beginn der Sommeroffensive 1942 konnte das Oberkommando der Wehrmacht in seinem Merkblatt für das Verhalten des deutschen Soldaten in den besetzten Ostgebieten zufrieden feststellen, Zitat, das Verhalten gegenüber den Juden bedarf für den Soldaten des Nationalsozialistischen Reiches keiner besonderen Erwähnung. Mit anderen Worten, der rassisch-antisemitische Vernichtungskrieg war von den deutschen Soldaten sehr weitgehend verinnerlicht worden, geradezu selbstverständlich in seinem Vollzug und seiner Praxis. In der Realität lief die antisemitische Mordmaschine der Deutschen mit dem Beginn der Operation Barbarossa wie geschmiert. So ermordeten die Einsatzgruppen der SS allein im September und Oktober 1941 ein Viertel der jüdischen Bevölkerung Wolhyniens in der Nordwestukraine. Die Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942 entschied, wie vielfach behauptet, keine im Prinzip offene Frage mehr, denn die Endlösung der Judenfrage war längst beschlossen, in vollständiger Übereinstimmung mit dem rassischen Vernichtungsantisemitismus, wie er in der NS-Bewegung seit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gepredigt wurde und wie er sich auch in der deutschen Bevölkerung verbreitete und akzeptiert wurde. Es ging in Wannsee nur noch um administrative Details und Planungen, Strategien der Prozessoptimierung. Die Einrichtung von NS-Vernichtungslagern, reinen Todesfabriken zu keinem anderen Zweck als der massenhaften Ermordung von Juden sowie auch einigen anderen Personengruppen wie Sinti und Roma, begann ebenfalls bereits im Juli 1941 mit der Planung des Vernichtungslagers Chełmno in Zentralpolen. Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ging im Oktober 1941 in Betrieb. Dort wurden bis Januar 1945 rund 1,1 Millionen Menschen, ganz überwiegend zu rund 90% Juden, ermordet. Im Vernichtungslager Treblinka in Nordostpolen wurden von Juli 1942 bis November 1943, also in einem sehr viel kleineren Zeitraum, als in Auschwitz-Birkenau, rund 900.000 Menschen ermordet, davon auch 2.000 Sinti und Roma. Weitere, etwas kleinere Vernichtungslager in Polen waren Sobibor, Majdanek und Belzec. Zum Judenmord wurden alle technischen und sozialen Möglichkeiten und Ressourcen genutzt, verhungern lassen, Tod durch Krankheit, Todesmärsche, Überhitzung in Eisenbahnwaggons, mobiler und stationärer Einsatz von Gas sowie, was oftmals nicht bekannt ist, zahlreiche Massenerschießungen von Angesicht zu Angesicht bei rund 2 Millionen Juden. Die berühmte Ermordung in Gaskammern betraf knapp die Hälfte der insgesamt ermordeten 6 Millionen Juden. Der Holocaust hatte für das Deutsche Reich also eine absolute Priorität, war ein geradezu heiliger Selbstzweck. Juden sollten nicht ausgebeutet oder versklavt werden, dies war kein primäres Ziel, sondern vernichtet werden. Nicht nur wurde jüdische Arbeitskraft vernichtet, kriegswichtige Ressourcen, vor allem Transportkapazitäten und Arbeitskräfte, wurden der Front entzogen, selbst in höchster Not, um den Holocaust am Laufen zu halten. Die deutsche Zivilverwaltung nahm aktiv und engagiert an den Judendeportationen teil,
Widerstand gab es im Gegensatz zum Beispiel zum Massenmord an den Euthanasieopfern, der aufgrund von Protesten von Kirchen und Familien der Betroffenen im August 1941 weitgehend eingestellt wurde, nur sehr partiell. Wenn es Widerstand gab, sollten wir uns seiner erinnern, damit derartiges nie mehr geschehe und unseren jüdischen Mitbürgern die Möglichkeit gegeben wird, in Freiheit und Sicherheit zu leben. So wollten SS-Männer am 10. November 1938 in Konstanz, in unserer Stadt, den jüdischen Anwalt Moritz Bloch im Rhein ertränken, wurden aber durch rund 20 mutige Passanten, die ihn den SS-Schergen entrissen, davon abgehalten. Diese 20 Leute haben diesen Mann gerettet. Das Ärztepaar Dr. Jung und Dr. Blocher behandelten den verletzten Bloch trotz des gesetzlichen Verbots. Moritz Bloch verließ Deutschland im Februar 1939 in Richtung Brasilien und starb am 5. Mai 1946 in São Paulo im Alter von 74. Also die frühe Debatte zur Shoah. Die Debatte zur Shoah begann letztlich mit dem Verbrechen selbst. Wie gezeigt, entwickelte sich die Endlösung der Judenfrage folgerichtig und bruchlos aus der rassenbiologisch gestellten Frage und ihre paranoiden Eigenschaftszuweisungen an die Juden. Den Juden selbst war sehr schnell klar, dass ihnen hier ein Feind nachstellte, wie er ihnen selbst in ihrer leidvollen Geschichte nie begegnet ist, ein Feind, der ihre totale Auslöschung erstrebte und dessen Hass und Entschlossenheit seinesgleichen suchte. Einige Tagebücher jüdischer Opfer des Holocaust sind uns erhalten geblieben und zeugen von dem Bewusstsein, Zeitzeugen und Opfer eines Menschheitsverbrechens geworden zu sein. So schrieb der 1893 in Warschau geborene und Anfang 1943 in Treblinka ermordete Lehrer Abraham Levin von März 1942 bis Januar 1943 im Warschauer Ghetto ein Tagebuch, das von der Gruppe Onek Shabbat um den jüdischen Historiker Emanuel Ringelblum nach Levins Deportation nach Treblinka sorgsam versteckt und nach dem Krieg wiedergefunden und veröffentlicht wurde. Gehen Sie aufs Nächste. Genau, Sie haben sehen links Abraham Levin, den Mann, der dieses Tagebuch im Ghetto geschrieben hat, und rechts Emanuel Ringelblum, der dieses Archiv geführt hat, immer in der Hoffnung, damit die Nachwelt zu erreichen, weil diesen Menschen ja nicht klar war, ob noch irgendein Jude leben wird nach dem Zweiten Weltkrieg. Der bekannte Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky war Mitarbeiter des geheimen Ringelblum-Archivs, das der Nachwelt vom Leid und Überlebenskampf des jüdischen Volkes berichten wollte, angesichts der Aussicht auf die totale Vernichtung allen jüdischen Lebens. Das Ringelblum-Archiv bestand aus im Keller eines Hauses des Warschauer Ghettos eingemauerten Metallkisten, in denen allerlei Dokumente wie auch verschlossene Milchkannen lagen, in denen Dokumente eingerollt waren. Dort überlebte auch das Tagebuch Abraham Levins, der im August 1942 angesichts der in das Todeslager Treblinka rollenden Züge schrieb: Die Geschichte hat niemals eine größere Zerstörung einer ethnischen oder nationalen Bevölkerung gesehen. Gehen Sie weiter. Ruhig langsam. Genau, das ist eine dieser Milchkannen, in denen die in dem Ringelblum-Archiv diese Dokumente und Tagebücher praktisch durch den Holocaust gerettet haben. Andere Vermächtnisse, wie das Tagebuch des 1943 in Treblinka ermordeten polnischen Pädagogen Chaim Kaplan, enthielten ähnliche Gedanken. Die polnische Exilregierung in London erklärte am 16. September 1942, dieser Massenmord ist im Weltgeschehen beispiellos, vor ihm verblassen alle aus der Geschichte bekannten Grausamkeiten. Die akademische Debatte über den Holocaust begann in den 50er Jahren mit Werken wie Hannah Arendts Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft aus dem Jahre 1951, in dem Arendt bereits vom, Zitat, Verbrechen eines Völkermords, der in der Geschichte ohne Beispiel ist, sprach. Auch in Eichmann in Jerusalem aus dem Jahre 1963 vertrat Arendt die These, Zitat, dass das, was in Auschwitz geschah, beispiellos ist. Raoul Hilbergs Studie Die Vernichtung der europäischen Juden aus dem Jahre 1961
bot die erste Gesamtschau über den Holocaust als Ganzes. Hilbergs Arbeit kulminierte in folgender zugespitzter Formulierung. Zitat jetzt von Raoul Hilberg. Die Missionare des Christentums erklärten einst, ihr habt kein Recht, als Juden unter uns zu leben. Die nachfolgenden weltlichen Herrscher verkündeten, ihr habt kein Recht, unter uns zu leben. Sie vertrieben die Juden. Die deutschen Nazis schließlich verfügten, ihr habt kein Recht zu leben. Eine breite gesellschaftliche Debatte über den Holocaust gab es in den 60er Jahren in Deutschland jedoch nicht. Lediglich eine gewisse akademische Rezeption ausländischer Fachliteratur, die meist von jüdischen Autoren aus den USA kam, wie von Hannah Arendt, Raoul Hilberg oder Lucy Davidowitz. Auch auf Seiten der politischen Linken, welche die Shoah als ein Verbrechen unter vielen betrachtete und zu allem Übel damit beschäftigt war, ihren Klassencharakter nachzuweisen, wurde keine gehaltvolle Debatte über die Shoah geführt. Kommt zu Punkt 3, von den 70er Jahren zum Historikerstreit. Die 70er Jahre endeten mit einem medialen Ereignis, das wie keines zuvor den Holocaust in deutsche Wohnzimmer trug, ihn spürbar machte, den Opfern Namen und Gesichter gab und ihr Leid und ihr Martyrium aufwühlend erzählte. Kommen Sie weiter? No? Die vierteilige in den USA produzierte Familienserie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, wurde im Januar 1979 erstmals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Sie löste tatsächlich eine Debatte und eine spürbare Betroffenheit aus. Auch wurde der Begriff Holocaust selbst erst im Gefolge dieser Fernsehserie in Deutschland gebräuchlich. Nach der Ausstrahlung einer jeden Folge gab es Fernsehdebatten mit reger Zuschauerbeteiligung. In der DDR wurde die Serie nicht ausgestrahlt. Es kam aber auch zu Anschlägen auf die ARD-Sendemasten, denn das deutsche Verbrechen an den Jüdinnen und Juden nagt traditionell am nationalistisch geschönten Weltbild entsprechender Kreise. Die Debatte um die spezifische Qualität des Holocaust brachte in den 70er Jahren erste Beiträge, die eine historisch fundierte und ideologiekritisch reflektierte Theorie der Singularität des Holocaust entfalteten. Der 1926 in Prag geborene und noch immer lebende israelische Historiker Yehuda Bauer erklärte bereits Ende der 70er Jahre, dass es zwei Elemente sind, welche den Holocaust einzigartig machen. Die umfassend geplante und ins Werk gesetzte totale, grenzüberschreitende Vernichtung einer Bevölkerungsgruppe und die quasi religiöse, apokalyptische Erlösungsideologie, welche die Mörder antrieb. Gehen Sie weiter, ja? Das ist Yehuda Bauer. Diese Erkenntnisse blieben wegweisend bis zum Historikerstreit des Jahres 1986, der die Frage nach der Einzigartigkeit des Holocaust neu stellte. Der sogenannte Historikerstreit begann am 6. Juni 1986 mit dem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Artikel »Vergangenheit, die nicht vergehen will« des Berliner Historikers Ernst Nolte, der sich längst von seinen älteren, besseren Einsichten abgewandt hatte. Die Antwort des Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas erschien am 11. Juli in der Zeit unter dem Titel »Eine Art Schadensabwicklung«. Hier haben Sie Ernst Nolte links und Jürgen Habermas rechts. Die zwei Hauptkontrahenten des Streits, es haben natürlich dann ganz viele daran teilgenommen. In der Folge meldeten sich zahlreiche weitere Historiker und Sozialwissenschaftler zu Wort und trugen die wohl intensivste und bekannteste politische Debatte der Bundesrepublik Deutschland aus. Worum ging es in dieser Debatte? Ernst Nolte griff letztlich die weitgehend akzeptierte These von der Einzigartigkeit des Holocaust mit drei Argumenten an, auf die ich gleich näher eingehen werde. Dabei kleidete Nolte seine Thesen immer in richtungsweisende Fragen, die sich gegen vermeintliche Forschungstabus oder Fehlentwicklungen der historischen Forschung richteten, denn so konnte er sich letztlich gegen Kritik immunisieren, ohne seine Stoßrichtung aufzugeben. Er fragte ja nur selbsternannte Tabus
also einen wissenschaftlich fragwürdigen Konsens des falschen Denkens. Das erste Argument Noltes. Vollbrachten die Nazis nicht statt eines singulären Verbrechens vielmehr, wie er es nannte, eine asiatische Tat, Zitat, weil sie sich und ihresgleichen als potenzielle Opfer oder wirkliche Opfer einer asiatischen Tat betrachteten, Zitat Ende, weil so der Holocaust nicht zuletzt eine sehr undeutsche, im Kern kommunistische Tat, noch dazu aus akuter Notwehr heraus. Noltes zweites Argument. Handelte der NS-Staat nicht präventiv, wenn auch überzogen, auf den totalen, auf Weltherrschaft drängenden Terror der Bolschewiki, für den sinnbildlich der Orwellsche Rattenkäfig als Folterinstrument stand? Das ist diese Idee, die ist aus dem Roman von George Orwell, 1984, geschrieben 1948, der Rattenkäfig. Das ist die Idee praktisch eines ganz furchtbaren Folterinstrumentes. Sie sehen, das ist ein Mensch, der hat einen Käfig vor seinem Gesicht und zwei hungrige Ratten sind darin und zwischen den Ratten und seinem Gesicht ist nur praktisch so eine Art verschiebbare Grenze. Wenn die aufgehoben wird, fallen die praktisch über sein Gesicht her und töten und entstellen diesen Menschen sofort. Ja? Das ist die Idee, dass das praktisch ein Folterinstrument sei, das jeden Menschen praktisch zum Sprechen bringt und dem kein Mensch sich entziehen kann. Sind Hitlers geheimste Handlungen nicht gerade auch dadurch zu erklären, so Nolte, dass er den Rattenkäfig nicht vergessen hatte? Rührte Auschwitz vielleicht in seinen Ursprüngen aus einer Vergangenheit her, die nicht vergehen wollte? Nämlich der Angst vor dem bolschewistischen Terror und der präventiven Notwehr gegen ihn? Besteht nicht, wie Nolte sagt, ein kausaler Nexus zwischen Auschwitz und dem Gulag als dem ursprünglichen, nach Deutschland greifenden Verbrechen? Nolte verstärkt und präzisiert hier also seine These von der kausal ursprünglichen Gewalt des Gulag, überspitzt dargestellt im Rattenkäfig, und die daraus sich ergebende Kausalität einer Abwehrreaktion Hitlers und des NS-Staates, welches diesen natürlich erheblich entlastet. Ganz nebenbei muss man allerdings sagen, diese Verbindung von Hitler und dem Rattenkäfig ist ein bisschen abenteuerlich. Das Buch von George Orwell erschien ja 1948 und Hitlers Zitat, das angebliche, soll von 1943, also 5 Jahre vor Erscheinen des Buches, stehen. Es hat mal ein Historiker, Helmut Leibers, in der Monographie untersucht. Hitler hat von Rattenkäfig gesprochen, aber vermutlich nicht das da gemeint, weil es in dem Sinne noch gar nicht bekannt war oder erwähnt, ja. Und wenn überhaupt, hat er damit auch nicht ein Folterinstrument gemeint, sondern die Lubjanka, den sowjetischen Geheimdienst selber als Rattenkäfig. Also diese Analogie von Ernst Nolte ist historisch sehr fragwürdig, wenn man das historisch genauer untersucht. Genau. Das dritte Argument Noltes möchte ich noch anführen. Um diese Notwehrthese gerade trotz des Holocaust, der ja an den Juden Europas verübt wurde, nicht an den sowjetischen Bolschewiki, zu stärken, verweist Nolte auf Chaim Weizmann, den seinerzeitigen Präsidenten der Zionistischen Weltorganisation, der am 19. August 1939 der englischen Regierung öffentlich zusicherte, Zitat von Nolte, die Juden der Welt würden an der Seite Englands kämpfen. Was für Nolte eine Art Kriegserklärung der Juden an das Deutsche Reich gleichkam, Zitat, zwar nicht im völkerrechtlich exakten Sinne, wohl aber als Vorwegnahme einer künftigen Kriegserklärung. Zitat Ende. Diese irgendwie nicht ausgesprochene, aber doch vorweggenommene Kriegserklärung rechtfertigte für Nolte zwar nicht den Holocaust, wohl aber, Zitat, Internierung als eine Gegenmaßnahme, also schon gewisse antijüdische Maßnahmen. Bei der Formulierung dieser These berief sich Nolte ausdrücklich auf den britischen Holocaust-Leugner David Irving, der seit 1977 öffentlich als Geschichtsrevisionist in Erscheinung trat. Die Stoßrichtung Noltes lief somit darauf hinaus, die Einzigartigkeit des Holocaust durch Verweis auf die ursprünglichere Tat der bolschewistischen Verbrechen zu relativieren und eine Notwehrsituation des NS-Staates nicht nur gegenüber der nach Weltherrschaft greifenden Sowjetunion, sondern auch gegenüber den feindselig sich gegen das Deutsche Reich positionierenden Juden in Gestalt Chaim Weizmann und der Zionistischen Weltorganisation zu beschwören.
In seinem Aufsatz Abschließende Reflexionen über den sogenannten Historikerstreit aus dem Jahre 1990 ging Nolte noch einen Schritt weiter und rehabilitierte in gewohnt fragender und den bestehenden wissenschaftlichen Konsens relativierender Manier den Begriff jüdischer Bolschewismus, den er quasi empirisch zu stärken und untermauern suchte. Diese Tendenz Nolte sollte sich bis zum Ende seines Lebens weiter radikalisieren und seine wissenschaftliche Reputation nachhaltig schädigen. Die Kritik an Nolte ergibt sich aus den logischen Fehlschlüssen seiner Position wie aus den falschen Voraussetzungen seines Ansatzes. Wenn die Nazis sich nur des Bolschewismus zu erwehren versuchten, weshalb haben sie dann ausgerechnet eine asiatische Tat, orientiert an ihren ausgesuchten, verhassten und gefürchteten Gegnern begangen? Nach welcher Logik muss ich bei meiner Verteidigung als Angegriffener ausgerechnet das Verhalten des Angreifers kopieren? Warum aber vor allem sollen ausgerechnet die Juden als Platzhalter für den verhassten und furchtbaren Kommunismus herhalten? Wie genau sollte der nach Deutschland greifende Kommunismus durch die Morde in Auschwitz, Treblinka und Sobibor aufgehalten werden? Diese entscheidenden Fragen stellt Nolte nicht einmal. Entsprechend ist Noltes Argumentation vollkommen unplausibel und kontrafaktisch. Die vermeintliche Kriegserklärung der zionistischen Weltorganisation an Deutschland ist absurd und wirr. Weizmann repräsentierte mit seiner Organisation gerade mal 6% aller Juden weltweit und hatte obendrein nach den Nürnberger Rassengesetzen von 1935, der Reichspogromnacht 1938, der faktischen Enteignung der deutschen Juden im Dezember 1938, dem Ende des Mieterschutzes für deutsche Juden am 30. April 1939 und vielen anderen brutalen, gegen die deutschen Juden gerichteten Gesetze, alle guten Gründe der Welt, die Gegner Deutschlands zu unterstützen. Was hätte er auch sonst tun sollen? Auf jeden Kommentar verzichten und die Antisemiten nicht zu reizen? Eine Solidaritätsadresse an das Deutsche Reich und den Führer senden? Wenn es eine Partei gab, die sich hier wirklich auf Notwehr berufen durfte, waren dies ganz unzweifelhaft die Juden und nicht, wie Nolte zu belegen versucht, die deutschen Nazis. Und auch die Argumentationsstrategie, den Begriff des jüdischen Bolschewismus aufzuwerten und Judenzählung bei den Bolschewiken zu betreiben, immer mit dem Ziel, einen NS-Opfermythos zu unterfüttern, ist unseriös. Denn erstens stellt sich hier die Frage, wer denn eigentlich noch als Jude durchgeht und wer nicht. Und zweitens haben natürlich auch hier bei den Bolschewiki Juden eine Möglichkeit gesehen, der furchtbaren Geschichte der russischen Judenpogrome, das Wort Pogrom kommt ja nicht umsonst aus dem Russischen, ein Ende zu setzen. Denn in der Tat waren die Bolschewiki und besonders Lenin zu Beginn der russischen Revolution entschiedene Gegner des Antisemitismus. Gibt es eine berühmte Rede von Lenin drüber, ja? Die weißen Gegner der Bolschewiki begangen im russischen Bürgerkrieg zahllose Pogrome an russischen Juden. Eine statistisch gehäufte Beteiligung von russischen Juden und Jüdinnen an der bolschewistischen Partei macht aus der Bewegung aber noch keinen jüdischen Bolschewismus. Denn die Juden waren eben ein Teil der Bewegung, denn diese Bewegung war zunächst alles andere als antisemitisch, denn so viel marxistisches Klassenbewusstsein hatte Lenin immerhin. Ein kausalen Nexus zwischen den bolschewistischen Verbrechen und der Endlösung der Judenfrage herzustellen, ist überhaupt nur theoretisch möglich, wenn dem NS-Antisemitismus irgendwie zumindest ansatzweise eine Art empirisch reale Grundlage zugestanden wird. Mit diesem Versuch, eine paranoid-verschwörungsideologische Weltanschauung vermeintlich vom Kopf auf die Füße zu stellen, musste Nolte krachend scheitern. Erstaunlich dennoch, wie viele Befürworter seine Thesen gefunden haben. Ich komme jetzt zu Punkt 4. Was macht den Holocaust präzedenzlos? Wenn wir die Beispiellosigkeit der Shoah verstehen wollen, kommen wir nicht umhin, uns dem Weltbild der Täter, ihren Intentionen und Motivationen einerseits und ihren sich daraus ergebenden Handlungen andererseits zuzuwenden. Mit Juden selbst, ihrer Kultur, Religion, politischen Auffassung und so weiter hat dies alles nichts zu tun. Ich zitiere Jean-Paul Sartre von 1945 aus seinem Text Überlegungen zur Judenfrage. Wir sahen, so Sartre,
dass entgegen einer verbreiteten Meinung nicht der jüdische Charakter den Antisemitismus provoziert, sondern im Gegenteil der Antisemit den Juden schafft. Diese Einsicht ist zentral für das Verständnis des Antisemitismus und des Antisemiten. Der Antisemitismus konstruiert den Juden nach dem Bedürfnis und dem Wahn des Antisemiten, nicht nach irgendwelchen realen, wirklichkeitsbezogenen Kriterien. Was Jüdinnen und Juden real tun, ist vollkommen unerheblich für die antisemitische Weltanschauung. Dem Wahn des Antisemitismus können Juden durch kein Verhalten der Welt entkommen. Dies ist ihnen prinzipiell unmöglich. Nichts am Antisemitismus kann durch Verhaltensänderungen von Juden korrigiert oder gemildert werden. Zwei Punkte noch vorweg, bevor ich auf den Kern des Arguments von der Präzedenzlosigkeit der Shoah zu sprechen komme. Es sollte uns allen zunächst klar sein, dass der Holocaust nicht moralisch präzedenzlos ist, denn rein moralisch können wir schwerlich einen ernsthaften Unterschied begründen zwischen ermordeten Armeniern, Armenierinnen, ruandischen Tutsi oder Sinti und Roma, Homosexuellen, Menschen mit Behinderung und jüdischen Menschen. Massenmorde an unschuldigen Menschen sind bösartige, furchtbare Verbrechen, egal wer die Opfer sind. Ihr Leid lässt sich nicht quantifizieren, vergleichen und in einer Art Rangliste anordnen. Uns bleibt nur unsere ungeteilte menschliche Empathie und Solidarität mit den Opfern von Gewalt, Mord, Entwürdigung, Diskriminierung, Missbrauch, Deportation und Ausbeutung. Genauso halte ich die Rede beispielsweise Dan Diners vom Holocaust als einzigartigem Zivilisationsbruch für problematisch. Denn es müsste hier schon sehr genau erklärt werden, welche Art von Zivilisation nach all den Kolonialmorden, dem Sklavenhandel, den frühkapitalistischen Teufelsmühlen, diversen Genoziden und dem Blutbad des Ersten Weltkriegs im Kern zivilisatorisch intakt blieb, um dann erst durch den Holocaust mit ihren zivilisatorischen Standards zu brechen. Es scheint vielmehr, dass unsere westliche, aufgeklärte Zivilisation im Prinzip mit ihrer Geburt gleich den systematischen Bruch mit ihren ethisch-normativen Maßstäben mitgeliefert hat. Auch hier gilt also das Gleiche wie für die moralische Einzigartigkeit. Den exklusiven Zivilisationsbruch zu behaupten, schafft mehr Probleme als Lösungen und hilft nicht weiter. Was den Holocaust tatsächlich singulär und präzedenzlos macht, sind meines Erachtens zwei ganz zentrale Punkte, aus denen natürlich weitere Unterpunkte abgeleitet werden könnten. Erstens, der Versuch eines Staates und der überwiegenden Mehrheit seines Volkes, mindestens als passive, den Opfern gegenüber unempathische Helfer des Massenmordes, eine rassisch definierte Bevölkerungsgruppe national sowie grenzüberschreitend global vollständig auszurotten. Jedes Kind, jede Frau, jeden Mann. Und zu diesem Zweck alle verfügbaren Ressourcen unter höchster Priorität zu mobilisieren. Ernst Nolte umschrieb diesen absoluten Vorrang in seinem Werk von 1963, da dachte Ernst Nolte noch anders als während des Historikerstreits, so. Die Judentransporte nahmen der Wehrmacht kostbaren Transportraum, die Zahl der Rüstungsarbeiter wurde wieder alle wirtschaftliche Vernunft verhindert. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, der Holocaust entsprach der zentralen Intention des Nationalsozialismus. Damit kommen wir nun zum zweiten Punkt. Einzigartig ist am Holocaust ferner die quasi religiöse antisemitische Heilsideologie des Rassenantisemitismus, welche die Juden zum Grundübel des Erdenrundes erklärt, zur Gegenrasse, welche die Welt systematisch mit ihrem jüdischen Geist vergiftet und so letztlich für alle relevanten Pathologien und Übel der Welt Personal verantwortlich zu machen ist. Im Gegensatz also zu rassisch markierten Untermenschen oder minderwertigen Rassen, welche im NS-Weltbild zu unterjochen und rücksichtslos auszubeuten waren, bei Bedarf auch zu dezimieren natürlich, gab es den Juden gegenüber ein radikales Existenzialurteil, welches nichts weiter zur Folge haben konnte als die restlose Auslöschung allen jüdischen Lebens überall. Dabei hängen beide Ebenen, die radikale Vernichtungspolitik
und der paranoide Erlösungsantisemitismus natürlich logisch zusammen und können nicht voneinander getrennt werden. Alle Versuche, die Endlösung der Judenfrage ohne Berücksichtigung der weltanschaulichen antisemitischen Motivation zu verstehen, sind zum Scheitern verurteilt, denn Täter, Tat und Motiv können nur zusammenhängend verstanden werden. In einem von so vielen Volksgenossen aktiv und passiv unterstützten Massenmord kann eine Gesellschaft nicht durch Gedankenlosigkeit, wie Hannah Arendt sagte, oder strukturelle Zwänge, so Martin Broschardt, gelangen. Vielmehr braucht es ernsthafte Motive und Motivation, einen weltanschaulichen Kontext der Rechtfertigung und moralischen Aufwertung der Tat, damit Menschen derartiges tun und das für geboten und richtig halten. Passt auf, was ihr an Gedanken in eure Köpfe lasst. Ist mir dazu heute noch eingefallen. Der vergleichenden Holocaust-Erforschung des Holocaust in Bezug auf andere Völkermorde hat sich besonders der Harvard-Historiker Stephen T. Katz gewidmet. Ein Bild von Katz. Der ist da einer der führenden Forscher. Zum Beispiel in seinem Buch Holocaust Studies von 2019. Das ist hier, ist ein tolles Buch, ist halt auf Englisch, das habe ich gelesen. Katz widmet sich hier dem detaillierten Vergleich von Tätermotivationen und Tathandlungen, also der mentalen Verfassung von Menschen, die an Völkermorden teilnehmen, wie auch der konkreten Durchführung von Völkermorden. Dabei stellt auch Katz heraus, dass es nicht um moralische Völkermordhierarchien oder Ranglisten gehen kann, sondern einzig um die möglichst präzise Untersuchung von Intentionen und Praktiken. Ich kann Katz' Untersuchungsergebnisse im Folgenden nur kurz andeuten, möchte es aber machen, weil ich finde, das ist sehr spannend und interessant. In seinem sehr lesenswerten Aufsatz Children in Auschwitz and the Gulag Alternative Realities geht er beispielsweise sehr genau der Frage nach, wie sich der sowjetische Gulag einerseits und die Shoah andererseits auf betroffene Kinder und Jugendliche ausgewirkt haben. Er kommt dabei zu dem klaren Ergebnis, dass, Zitat, Auschwitz und der Gulag radikal unterschiedlich waren. Kinder und Jugendliche wurden im Lagersystem des Gulag ganz überwiegend am Leben erhalten, erhielten sogar zusätzliche Essensrationen und selbst Alexander Solzhenitsyn schrieb, dass Kinder und Jugendliche, Zitat, unter dem Schutz eines geheimen Tabus standen. Eine Vernichtung der Kinder und Jugendlichen, mögen ihre Eltern auch noch so schlimme Verfehlungen aus Sicht des stalinistischen Staates begangen haben, gab es nicht, trotz all der Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen des Gulag-Systems. Wie Katz zeigt, war der Terror der stalinistischen Arbeitslager natürlich furchtbar, aber Teil eines Systems, das nicht auf totale Vernichtung setzte, sondern auf Zwangsarbeit und eine mit allen Mitteln durchgesetzte Industrialisierung des Landes, die letztlich auch gelang. Über 90% der Insassen des Gulags überlegten das Lagersystem, wie Katz nachweist. Nicht, weil dieses so freundlich oder angenehm war, sondern weil es schlichtweg nicht der Massenvernichtung diente. Diese Toten wiederum wurden ganz überwiegend nicht direkt ermordet, sondern fielen den furchtbaren Arbeitsbedingungen zum Opfer. Dieses System war also inhuman und ausbeuterisch. Es diente aber ganz anderen Zwecken und war vollkommen anders aufgebaut als das Vernichtungslagersystem der Nazis. Letzteren war die vollständige Auslöschung aller jüdischen Kinder und Jugendlichen wie aller jüdischen Menschen überhaupt im Rahmen der Shoah oberste Pflicht, oberste Gesetz und letzter Zweck. Es ging ihnen nicht darum, Juden zu disziplinieren oder auszubeuten, sondern sie restlos zu ermorden, nur weil sie als Juden geboren wurden und damit zu Verderbern der Menschheit erklärt wurden. Genauso kann und sollte, und auch das zeigt Katz in Detailstudien, gerade durch einen qualifizierten Vergleich von Völkermorden wie dem 1915 und 1916 an den Armeniern oder dem Völkermord 1994 in Ruanda unterschieden werden, nicht im Sinne moralischer Kategorisierung, also Moral,
sondern unter der Fragestellung der Tätermotivation, des historischen Kontextes und der Priorisierung und Reichweite des Massenmordes. In der Türkei gab es während des Ersten Weltkriegs einen realen Konflikt der unter militärischem Druck stehenden Türkei mit der in weiten Teilen nach Unabhängigkeit strebenden armenischen Minderheit. Dieser Konflikt entlud sich in Massakern, Morden und einer Deportation der überwiegenden Mehrheit der Armenier in einem schlimmen Verbrechen. Hunderttausende Armenier konnten sich auch durch Konversion zum Islam retten und die rund 250.000 in Konstantinopel lebenden Armenier wurden ganz überwiegend weder deportiert noch ermordet. Eine heilsgeschichtliche, vollständige Ausrottung aller Armenier plante die Türkei nicht, denn der türkische Hass auf die Armenier war nicht dem Rassenantisemitismus vergleichbar. Kommt zum fünften und letzten Punkt. Neuere postkoloniale Debatten zur Shoah. Die postkoloniale Theorie und ihr Verständnis zu Antisemitismus und Holocaust ist in den letzten Jahren zum Gegenstand und Auslöser einiger öffentlicher Debatten geworden. Da ging es zum einen um die Debatte um anti-israelische Äußerungen des postkolonialen Theoretikers Achille Mbembe im Frühjahr und Sommer 2020 und zum anderen um die Kritik des deutschen Holocaust-Gedenkens und der Singularität des Holocaust im Sommer 2021 durch den postkolonialen australischen Historiker Anthony Dirk Moses in seinem im Mai 2021 veröffentlichten Aufsatz Der Katechismus der Deutschen. Das ist der australische Historiker Dirk Moses. Postkoloniales Denken thematisiert das Fortbestehen und Nachwirken kolonialer Herrschaftspraktiken in Politik und Kultur. Es sucht aus Perspektive des globalen Südens nach gegenwärtigen Kontinuitäten kolonialer Machtbeziehungen und Ungleichheiten. Diese Programmatik ist sinnvoll, legitim und für sich genommen vollkommen unterstützenswert, meiner Meinung nach. Problematisch ist jedoch, was postkoloniale Theoriebildung daraus gemacht hat. Dirk Moses ist einer der Vordenker der postkolonialen Wissenschaftsgemeinschaft und schon seit bald zwei Jahrzehnten bestrebt, den Holocaust in seiner Singularität, nicht in seiner Faktizität, zu leugnen, um ihn postkolonial weitgehend unterschiedslos in die Reihe der historischen Kolonialverbrechen einzugemeinden. Postkolonialen Denkern stößt nämlich die spezifische Qualität und Struktur der Shoah auf. Denn just diese Sonderstellung führt aus ihrer Sicht unweigerlich zu einer Relativierung der Kolonialverbrechen, die so in den Schatten der übermächtigen Shoah treten würden. Deutsche Eliten instrumentalisieren den Holocaust, um andere historische Verbrechen auszublenden, schreibt Dirk Moses 2021 und spricht von einer durch die Fixierung auf den Holocaust sich ergebenden Hierarchie des Leidens und Abstufung von Humanität. Er tut also so, als sei das ein moralischer Diskurs, was er, wie ich gezeigt habe, nicht ist. Recht hat Moses durchaus damit, dass hierzulande lange Zeit deutsche Kolonialverbrechen verdrängt und geleugnet wurden. Dieses Versäumnis ist zu kritisieren und so auch nicht hinzunehmen. Deutschland ist hierin wahrlich nicht allein. Die Verdrängung von Kolonialverbrechen ist ein allgemeiner Volkssport bei vielen ehemaligen Kolonialmächten. Was aber falsch ist, das ist die Vorstellung, dass durch die Relativierung der Shoah die Kolonialverbrechen quasi automatisch in den Fokus geraten, mehr Aufmerksamkeit bekommen und aufgewertet würden, sich ein entsprechendes Schuldbewusstsein einstellen würde. Für diese Annahme gibt es überhaupt kein sinnvolles Argument, denn erstens wird die Präzedenzlosigkeit der Shoah von Bauer, Katz, Ingo Elbe und anderen gerade nicht moralisch begründet, vertrete ich auch nicht, wie ich gerade gezeigt habe, sondern wie gezeigt historisch-soziologisch. Zweitens ist die Aufarbeitung von Vergangenheit kein quantitatives Nullsummenspiel zwischen verschiedenen miteinander konkurrierenden Opfergruppen. Und drittens ist Moses' These schlichtweg empirisch falsch, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte genauer anschauen. Tatsächlich hat er das große Mahnmal zur Vernichtung der europäischen Juden in Berlin
Die Tür für weitere Opfergruppen wie Sinti und Roma oder auch Betroffene des NS-Euthanasie-Programms geöffnet. Denn das Argument, dass das Gedenken an die einen Verbrechen gerade auch gute Gründe für das Gedenken anderer Verbrechen liefert, hat sich als überaus erfolgreich erwiesen. Wie gerade das relativ kurze Zeit nach dem Holocaust-Mahnmal beschlossene Mahnmal für den Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas oder das praktisch ebenfalls zeitgleich geplante Mahnmal der Euthanasie-Opfer belegt. Im Jahr 2021, nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung von Moses Aufsatz zum Katechismus der Deutschen, kam es immerhin zur offiziellen deutschen Anerkennung des Völkermords des Deutschen Reiches an den Herero und Nama, wie auch einem finanziellen Abkommen zwischen Deutschland und Namibia. Offenbar gibt es also Bewegung in der Sache, auch wenn Einzelheiten des deutsch-namibischen Abkommens durchaus kritisiert werden können. Es kann keine Rede davon sein, dass die Erinnerung an die Shoah andere Erinnerungskulturen unmöglich machen oder marginalisieren würde. Eher scheint sie auch Wege für andere zu ebnen. Um den Holocaust postkolonial einzuordnen, ist es zunächst notwendig, sich koloniale Beziehungen und Konstellationen in ihrer inneren Verfasstheit klarzumachen. Kolonialismus bedeutet, dass ein militärisch und ökonomisch überlegener Staat ein staatsfremdes Territorium okkupiert, es seiner ausschließlichen Kontrolle unterwirft und die dortigen natürlichen und humanen Ressourcen nach seinen Bedürfnissen organisiert und ausbeutet, ohne Rücksicht auf die Interessen der lokalen Bevölkerung. Um dieses Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnis zu legitimieren, werden traditionell rassistische Stereotype mobilisiert, also die Ungleichheit zwischen Kolonisator und Kolonisiertem, biologisiert, moderner auch kulturalisiert. Wenn wir nun diesen postkolonialen Begriffsapparat auf den Holocaust anwenden, wie das ja Dirk Moses versucht, stellen wir schon beim ersten Schritt fest, dass dieses Schema hier nicht passt und nicht passen kann. Deutsche Juden als die ersten Opfer des NS-Antisemitismus waren nämlich Teil des deutschen Staates. Deutsche Bürger mit deutscher Staatsbürgerschaft und Identität. Deutsche Juden haben im Ersten Weltkrieg für den deutschen Kaiser gekämpft, sind an der Front gestorben, waren national und regional verankert, haben Steuern gezahlt und wie alle anderen Bürger Recht und Gesetz eingehalten, ihre bürgerlichen Freiheiten wahrgenommen. Manche haben auch ihre jüdische Kultur und Religion praktiziert. Andere waren säkular orientiert, wieder andere, wie zum Beispiel die Eltern von Karl Marx, konvertierten zum Christentum. Wichtig ist hierbei, deutsche Juden haben weder Deutschland kolonisiert, noch konnten sie kolonisiert werden. Dies war schlichtweg nicht möglich, denn sie waren fester und integraler Bestandteil des deutschen Staates und der deutschen Gesellschaft, bis die Antisemiten sie markiert und ausgeschlossen haben. Als die deutschen Juden, wie alle anderen Juden im deutschen Machtbereich, rassistisch definiert, selektiert und ermordet wurden, waren sie aber auch keine Kolonisierten und natürlich erst recht keine Kolonialherren. Es gab keinen zu kolonisierenden jüdischen Staat, kein Interesse an einer Ausbeutung jüdischer Kolonialopfer, sondern nur den Willen zur Vernichtung. Koloniale Machtverhältnisse dienen, wie gezeigt, anderen Zwecken, nämlich der Okkupation, Unterwerfung und Ausbeutung des kolonisierten Staates im Interesse des Kolonisierenden. Die NS-Judenpolitik hat offenkundig so gut wie nichts mit dieser Zwecksetzung zu tun. Schauen wir uns Moses' Argumentationsgang jetzt noch etwas genauer an zum Schluss hin. In seinem Aufsatz Völkermord und die Aufarbeitung von Vergangenheit aus globaler Sicht aus dem Jahre 2014 erwähnt Moses die, Zitat, von einigen Autoren postkolonialer Schule vertretene These, die Juden als kolonisierte Minderheit zu denken. Also Juden seien kolonisiert worden. Diese Lesart, die Juden zu Opfern eines NS-Kolonialismus statt eines antisemitischen Vernichtungswahns zu erklären, funktioniert natürlich nicht besonders gut,
Denn erstens waren die deutschen Juden, wie ich schon erwähnt hatte, ab 1933 die ersten Opfer der Nazis. Und diese Juden konnten unmöglich Opfer eines Kolonialismus bzw. Autokolonialismus der Nazis innerhalb Deutschlands sein. Ferner haben die Nazis natürlich ab 1939 haufenweise andere Länder besetzt, wenn man so will auch kolonisiert. Aber auch dann wurden die Juden nicht kolonisiert, also unterdrückt, beherrscht und ausgebeutet, sondern schlichtweg ermordet. Kolonisiert und ausgebeutet wurden bestenfalls die Nichtjuden. Aber das widerlegt ja das Argument und bestätigt es nicht. Deshalb versucht Moses es andersherum, was sogar noch abstruser ist, und erklärt allen Ernstes, die Nazis zu Opfern jüdischer Kolonisatoren. Er schafft dieses Kunststück dadurch, dass er erklärt, es sei unerheblich, ob sich die Nazis die jüdische Allmacht und Gefahr nur eingebildet haben oder ob es sie wirklich gab. In seinem Aufsatz Hannah Arendt, Imperialism and the Holocaust von 2011 schreibt er, ich zitiere, Juden waren besonders verdächtig, Zitat Ende, sowie, und hierin widerspricht er Hannah Arendt ausdrücklich, hätten die Nazis für die Vernichtungslager in ihrem Weltbild gute Gründe gehabt. Denn jene Todesanstalten, Zitat jetzt von Moses, dienten einem Zweck von existenzieller Bedeutung, indem sie sicherstellten, dass ein vermeintlicher Todfeind nie wieder eine Bedrohung darstellen würde. Moses führt dieses Bedrohungsszenario der Nazis durch die Juden ein, um den komplett halluzinierten Kolonialismus der Juden gegenüber Deutschland als konsistente Erklärung für das Handeln der Nazis aus einer Notwehrsituation heraus heranzuziehen. Wir erinnern uns, das ist uns schon bei Ernst Nolte begegnet mit einer etwas anderen Begründung, aber im Prinzip das Gleiche. Für Moses war, Zitat, das Deutsche Reich ein kompensatorisches Unternehmen, das permanent Sicherheit für das deutsche Volk anstrebte. Also allein dieses Zitat könnte man schon heftig kritisieren, ob die wirklich Sicherheit für das deutsche Volk produziert haben. Das würde ich sehr in Frage stellen, aber das ist seine Ausgangsthese. Und diese Sicherheit wurde von den Juden bedroht, wobei, Zitat Moses, eine solche Eliminierung ganzer Gruppen in paranoiden und rachsüchtigen Kämpfen gegen Erbfeinde keineswegs einzigartig und in der Weltgeschichte ein verbreitetes Muster ist, so Moses. In diesem Sinne ist der Holocaust etwas geradezu Gewöhnliches, Banales, eben das Ergebnis der Suche nach Sicherheit plus ein bisschen gepflegter Erbfeindschaft. Und Dirk Moses fährt in seinem Aufsatz zu Hannah Arendt konsequent auf dieser Linie fort, ich zitiere ihn wieder, Arendt mag zu Recht einwenden, und das würden wir wahrscheinlich alle einwenden, dass die Bedrohung eine reine Fantasie war. Aber so ist das letztlich immer bei Genoziden. Zitat Ende. Auch hier, nothing new under the sun. Welcher Staat, möchte man mit Moses fragen, hat nicht schon mal einen Holocaust begangen, um permanent Sicherheit für sein Volk anzustreben? Wer frei vom Bedürfnis nach Sicherheit ist, der werfe den ersten Stein. Mit dieser lapidaren Bemerkung, Zitat nochmal, das ist so der Kernbereich für mich, dass die Bedrohung eine reine Fantasie war, aber so ist das letztlich immer bei Genoziden, betreibt Moses nicht weniger als die komplette Einebnung der Differenzierung zwischen Wahnvorstellungen, übersteigerten Ängsten, paranoiden Ängsten und realen, faktischen Bedrohungen. Er macht sich zwar die Paranoia der Nazis nicht zu eigen, also er vertritt sie nicht selber aktiv natürlich, aber indem er ihren Status als reine Wahnvorstellung und ihren weltanschaulichen Kontext für irrelevant erklärt und sie strikt postmodern wie jegliche andere Sicherheitsbedrohung darstellt, wertet er sie natürlich implizit auf. Darüber hinaus unterschlägt Moses durchgehend, dass, wenn überhaupt, die Juden von den Nazis bedroht wurden. Und zwar ganz real und faktisch. Bis zur Konsequenz totaler Vernichtung. Die auch hier die Hilfskonstruktion der Sicherheitsparanoia funktioniert in seinem Weltbild nur, weil auch hier die gesamte Qualität des Erlösungsantisemitismus übergeht und die Juden zum zwar imaginierten,
aber doch im Kern gewöhnlichen Sicherheitsproblem, wie er das nennt, der Nazis erklärt. Dass die Juden im NS waren, kein koloniales oder sonstiges Sicherheitsproblem darstellten, sondern eine existenzielle, abstrakte Bedrohung qua ihrer verderbten Natur und Allmacht, bleibt komplett unberücksichtigt bei Moses. Genauso bleibt unklar, um welche Art von Sicherheit genau die Nazis sich sorgten. Wenn sie unterstellten, dass jede Jüdin und jeder Jude noch im entlegensten Winkel der Welt diese Art der Sicherheit bedrohte. Der unpräzise und sich für alles und nichts als tauglich erweisende Begriff der Sicherheitsparanoia soll hier eine gewisse Plausibilität simulieren, die Moses gesamten Konstrukt offenkundig fehlt. Er hätte an die Stelle der Sicherheitsparanoia auch genauso gut wie schlecht eine Identitätsparanoia, eine Vorurteilsparanoia, eine Kontrollparanoia, Othering-Paranoia und so weiter setzen können. Das wäre für das Endergebnis belanglos und stets auf das Gleiche hinausgelaufen. Was Moses hier vorlegt, sind keine seriösen Argumente, meiner Meinung nach, sondern verbale Taschenspielertricks. Genauso ist sein Aufruf, enttabuisiert den Vergleich aus dem Katechismus, pseudowissenschaftlicher Unsinn. Denn die moderne Holocaust-Forschung arbeitet seit den 70er Jahren beständig mit dem Vergleich, der ja die Grundessenz der Studien von Stephen T. Katz ist. Also der stellt ständig Vergleiche an und genau so kommt er ja dazu, die spezifische Qualität des Holocaust zu erklären. Richtig, aber dann muss er, genau, ja, aber das ist was anderes, ja. Genau. Bei Yehuda Bauer das Gleiche, ja, der auch ständig Vergleiche anstellt, um genau das herauszuarbeiten. Dieses Tabu existiert nicht, genauso wie die von ihm aufgestellte Behauptung, laut deutschem Katechismus sei der Antisemitismus ein speziell deutsches Phänomen. Wer die Texte von Ingo Elbe, Matthias Künzel, Stefan Kriegert und Joachim Bruns liest, kann sich über diese Unkenntnis nur wundern. Beispielsweise der arabische Antisemitismus ist ein ganz großes Thema. Ja? Okay, damit endet jetzt mein Vortrag. Ich hoffe, dass er nachvollziehbar und für Sie alle interessant war. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen, Kommentare, Ergänzungen und Kritik. Danke. Erste Frage immer, war es verständlich, nachvollziehbar oder zu viel? Alles wunderbar. Also natürlich, ja, also klar, ich bin eher vorsichtig, aber natürlich sind das alles Leute, die sehr anti-israelisch, anti-zionistisch sind, ja. Sie können ja Kritik üben, wenn Sie israelische Regierung kritisieren wollen, können Sie das machen, oder Siedlungs... Richtig, genau, also es ist offensichtlich, dass da natürlich schon mehr intendiert ist, genau. Also ich finde, vor allem, ich bin da ja eher unemotional, aber diese These, dass man den Holocaust praktisch kolonial theoretisch begreift, das ist doch wirklich, also finde ich, ein ganz grober Unfug. Der Steffen Klevers in Decolonizing Auschwitz zieht noch ein paar andere Texte hinzu. Also der Moses eiert da auch ziemlich rum. Es gibt einen Text, wo er im Prinzip sagt, ja, in der einen Phase haben die Nazis die Juden kolonisiert und in der anderen Phase haben eben die Juden die Nazis kolonisiert. Das unterscheidet ja praktisch 33 bis 45 in zwei Phasen. Also das ist ja noch absurder. Also, wann haben die Nazis kolonisiert? Ja, das späterhin hat er gemeint. Also dass zu einem späteren Zeitpunkt in dieser NS-Bedrohungswahrnehmung die Juden die Kolonisatoren waren, ja. Also dass das so praktisch gewechselt hätte mal mittendrin. Also das finde ich auch, also wirklich abenteuerlich, wie die dann immer da hin und her springen. Weil natürlich ist doch die Frage, also beides funktioniert ja doch gar nicht. Die Juden haben die Deutschen, die Nazis kolonisiert. Was ist das für ein Unsinn?
Aber umgekehrt funktioniert es ja auch nicht. Die Juden hatten ja noch nicht mal einen Staat, den man kolonisieren konnte. Ja? Den haben sie heute, ja. Natürlich. Der hat ja mit Juden nichts zu tun, die Nazis haben nicht zum Juden gemacht. Das kennt man. Ne? Da habe ich mich mit der Familie Klemperer beschäftigt. Also zuletzt Viktor Klemperer, ja. Ja, und sein Bruder, das war ja Mediziner, der Georg, ist ja gleich nach England. Ja. Weil ein Mediziner war, war das kein Problem. Aber Viktor sagte, sie waren alle evangelisch, also protestantisch. Also wenn man die Familie jetzt nimmt, und jetzt war ich im Holocaust, ein Mann erst. Was hat das mit Kolonisierung oder Leugnung oder ja. Wahnsinn? Ja, das ist eben, es ist, man hat ein Schema. Man kann bestimmte Konflikte kann man natürlich kolonial einordnen. Das kann man ja machen, ja. Aber das auf die Shoah anzuwenden, ist halt der absolute Unfug. Ja, natürlich. Ich meine. Und ich weiß, dass es ja viele Literatur, die Sie auch erwähnt haben, mit diesen Vergleichen. Da frage ich mich wirklich nochmal ganz nach dem Punkt, was da wirklich also passiert ist, egal tatsächlich, ob das moralische Ethik ist, dass man überhaupt Vergleiche macht. Ihr Wort Singularität. Das finde ich so spannend. Ja, also natürlich. Es gab, das ist ja fraglos, es gab in der Geschichte auch des 20. Jahrhunderts und so weiter, gab es Massenmorde oder Genozide. Kommt natürlich immer darauf an, wie man die definiert. Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Ah, hi Uli. Schönen Abend. Genau. Ja. Also das kann man natürlich und das sollte man vergleichen. Das ist okay. Man untersucht, was wollten die, was haben die getan. Das kann man alles, ja. Ja. Also gut. Aber Konzentrationslager sind wieder keine Vernichtungslager. Das ist ja auch wieder ein Unterschied. Also in Auschwitz weiß man, da gab es Auschwitz-Birkenau, das war ein Vernichtungslager, aber es gab eben das Konzentrationslager, das ja weitgehend von der IG Farben benutzt wurde, auch für Arbeitskräfte. Also das ist auch nicht das Gleiche. Das übersehen viele. Viele denken KZ, ja okay, aber Vernichtungslager, Konzentrat, das sagt ja eigentlich schon der Begriff. Im Konzentrationslager werden zunächst mal Personengruppen konzentriert. Das gab es ja eben schon früher. Ja. Aber die Vernichtungslager waren halt neu. Und jetzt in Wien, was ich jetzt seit zwei Büchern gelesen habe, das Ghetto und die Erschießung in den Polen. Jeden Tag habe ich die SS. Ja. Ja. Also mir fallen vielleicht mal eine Sache ein. Mein Großvater war natürlich, also mittlerweile war ein Nazi, aber sozusagen gebildeter Nazi. Ja. Er konnte Russisch, weil er aus so einer vollen wirklicher adligen Familie aus Riga kam. Mhm. Also Deutsch aus dem Baltikum. Und er war so 33 sofort beim Reichsarbeitsdienst dabei. Und der hat mal irgendwie was geschrieben für den Nachwelt. Das ist jetzt nicht veröffentlicht worden, sondern in der Familie. Und der hat seine Gegnerschaft dann irgendwann mal in den 70er, 80er Jahren. Zu den Nazis wollte er dadurch dokumentieren, dass er, es wird um die Ukraine gegangen sein, und in irgendeiner Stadt gab es riesige Massaker. Wo wird das gewesen? Babijar ist das bekannt? Ja, da nicht, sondern es war. Aber es gab noch mehr Kiew selber auch. Und ja. Jetzt wollte er also seine Gegnerschaft, dass er also ja gar nicht so richtig dabei war, dass er die Nazis kritisiert habe, damit dokumentieren, dass er schrieb, und er merkte gar nicht, dass er die Singularität des Holocaust damit dokumentiert, wie blöd die Nazis waren, dass sie in dieser Stadt praktisch alle Handwerker für X, alle Handwerker für Y und alle, was weiß ich, für Finanzdienstleistungen ausgerottet haben. Und er beschreibt damit ganz genau, es war den Nazis scheißegal. Selbst wenn sie sich geschadet haben, haben sie die Juden ausgerottet. Also, das hatte die. Ja, ja. Die Ausrottung der Juden hatte keinerlei Funktionalität. Und ich sage dann nur immer, wenn ein Indianer, aber der Indianer hat eine
Ja, klar, also eine komplette. Oder der hat überlebt und sogar der Sklave konnte überleben, weil er sich gefügt hat. Ja, klar. Die Chance hatte der Jude in der Regel nicht. Nee, hat er nicht, also auf gar keinen Fall. Also, sie haben es ja lange Zeit geglaubt. Also, die haben ja. Die Judenräte haben ja lange Zeit geglaubt, wenn wir kooperieren, können wir das Schicksal mildern. Die haben ja irgendwann alle selber gemerkt und viele haben Selbstmord gemacht, dass keine Kooperation sie retten kann. Das kann sie nicht, weil das Weltbild war klar, die Juden haben von dieser Erde zu verschwinden. Punkt. Ja, kannst du mir nochmal ganz kurz ganz was zu den Begriffen Shoah und Holocaust? Also Shoah kommt aus dem Hebräischen, das bedeutet Katastrophe, und Holocaust, das ist angelehnt an Griechisch, ja, das ist das Brandopfer, das sind so. Ja, aber ich benutze es jetzt mal synonym. Ich glaube, viele Juden haben den Begriff Shoah ein bisschen lieber, weil er aus dem Hebräischen kommt. Aber ich glaube, im Prinzip ist es kein Problem, wenn man es beide verwendet. Ja, ganz klar. Nein, das ist ja auch so ein Punkt, also dass sie ja praktisch die Front in Zeiten höchster Not geschwächt haben. Im Oktober 1944 die Operation Atlas. Hat man noch Waffen nach Palästina zum Kampf gegen den Jeschuf, gegen die jüdische Gemeinde nach Palästina geschickt. Im Oktober 1944 hat es ja wirklich gebrannt im Osten und die haben Waffen nach Palästina geschickt. Über Kreta, muss man sich mal vorstellen. Die mussten also ganz ordentlich Transportkapazitäten nutzen, um das zu bringen. Das waren jetzt keine riesigen Mengen, die haben da keine komplette Armee aufgebaut. Aber man hat Waffen tatsächlich nach Palästina geschickt. Das hat dann alles nicht gut geklappt. Ja, die haben sich da verflogen und so, haben die falsch abgeworfen, ja, kannten das Gebiet scheinbar nicht so gut, ja, und so weiter. Und ihre arabischen Unterstützer haben schnell das Weite gesucht, als es da Ärger gab. Aber man hat es gemacht. Und dass man das machte, sagt ja schon alles eigentlich. Im Oktober 1944, also als es wirklich ganz schlimm stand im Osten, hat man noch Waffen nach Palästina geschafft. Irrsinnig, ja. Also das zeigt eigentlich, welche wahnsinnige Priorität das noch hatte. Ja? Das schöne Beispiel war ja auch, dass man praktisch die komplette, nicht die komplette, aber dass man die deutsche Kern- und Atomphysik dadurch brutal geschwächt hat, dass man da waren ja auch einige Juden für... Albert Einstein selber, ja. Einstein war nicht, aber die in diese Maidmann, die musste abbauen. Okay, also man war so in seinen Bahnen fest, dass man sich da an dieser Stelle durchaus auch geschädigt hat. Ja. Auch wenn man da zum Schluss doch auf die Idee gekommen ist, dass man diesen relativistischen Theorien was handhaben musste, weil sie sich alles nach vorne gebaut haben. Also, ja, das stimmt, ja. Genau. Ja, ich meine, vielleicht noch einen Punkt. Also bei der Vorbereitung jetzt, wir haben ja vor ein paar Tagen auch drüber gesprochen, ich habe natürlich schon immer das auch so sehr aufmerksam angeschaut, was da geschrieben wurde von Stephen Katz und Yehuda Bauer. Der einzige Punkt, wo ich mir nicht ganz so sicher bin, was die Singularität angeht, ist tatsächlich der Porajmos, also die Ermordung der europäischen Sinti und Roma. Das scheint mir doch in weiten Teilen ein Verbrechen zu sein, das zumindest dem Holocaust kräftig nahe kommt. Es gab eine Kontroverse zwischen Yehuda Bauer und Romani Rose, der ja dem Verband der Sinti und Roma vorsteht, Ende der 90er Jahre. Da hat Yehuda Bauer schon in die Richtung argumentiert, naja, die Sinti und Roma wollte man nicht vollständig vernichten. Aber neuere Studien, auch beispielsweise des Historikers Martin Holler und auch einige andere, zeigen doch, dass im Rahmen der Operation Barbarossa, man hat 1941, hat man sich vor allem auf die Juden konzentriert, aber 1942 hat man radikal die Sinti und Roma der Sowjetunion ermordet und man hat auch überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob die jetzt sesshaft waren oder rumgezogen sind. Also man hat da furchtbare Massaker veranstaltet und im Prinzip, vermute ich mal, hätten die Sinti und Roma einen Sieg der Deutschen nicht lange überlebt. Also das ist der einzige Punkt, wo mein Eindruck schon ist, nach allem, was ich so bisher mitbekommen habe, dass Sinti und Roma schon auch wirklich vergleichbar markiert worden. Man hat natürlich keinen Erlösungsantiziganismus jetzt gepredigt wie diesen Erlösungsantisemitismus. Man hat sie ja eben als asozial, kriminell markiert, praktisch qua Biologie und auf Basis dieser rassenbiologischen Auffassung dann ermordet. Ja. Sagen wir mal, die Juden richtete sich jetzt ja durchaus auch gegen Ärzte, gegen Physiker, gegen Philosophen, gegen. Richtig,
Ja, wobei, das gab es ja bei den Sinti und Roma durchaus auch. Die waren ja nicht alle irgendwie ja, so. Aber die Sinti und Roma wurden als, wie soll ich sagen jetzt, nicht als die Konkurrenten angesehen. Die Juden waren die Konkurrenten zum Teil. Und die guten Posten. Ja, Sinti und Roma waren halt praktisch eben Asoziale. Das war ja das Reichskriminalamt. Also die Studien, die ja gemacht wurden, wurden ja so von Kriminalisten, von so rassischen Kriminalisten gemacht. Aber natürlich war das Endergebnis im Prinzip das gleiche. Man hat es anders begründet, aber man wollte sie umbringen. Und zwar ziemlich lückenlos, ja. Deswegen würde ich das Einzige, so nach allem, was ich bisher weiß, kommt es dem zumindest nahe. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen. Ich habe mir von Martin Holler das Buch mal durchgelesen. Also in Litauen und so ein paar Ecken hat man sie doch tatsächlich partiell verschont. So. Aber ich glaube nicht, dass sie auf die Dauer davongekommen wären. Aber das ist, sagen wir mal, einfach bei allem, was ich bisher so mitbekommen habe, ist der Poraimos, so wird ja die Vernichtung der Sinti und Roma genannt, kommt dem schon erschreckend nahe, was ja furchtbar genug ist und was trotzdem natürlich den Holocaust in keiner Form wirklich relativiert. Das interessiert den gar nicht, nee, das muss man sagen. Also, aber auch da wäre natürlich eine postkoloniale Analyse nicht sehr hilfreich. Auch das bringt in dem Fall überhaupt nichts. Ja. Okay. Genau. Dann danke ich mal auf jeden Fall. Ich mache jetzt hier mal auf Stopp. Wie die Akustik der Aufnahme ist, schauen wir mal. Genau. Es ist okay, wenn ich sie auf YouTube stelle, oder? Ich werde mal zwischendrin ein bisschen schneiden. Wir haben zwischendrin die Tür nicht aufgekriegt, 5 Minuten darum gewerkelt. Ja, ja. Aber die steht unter Denkmalschutz. Ich darf da nichts machen. Okay, ja. Also. Den Antrag gestellt bei den Palutinern. Die haben es mir verboten. Okay. Also, ja, wir hätten sie fast eingeschlagen. Habt ihr ja nochmal Glück gehabt. Kriege ich nach einem Prozess mit dem Denkmalschutz nach dem Vor.